Und damit willkommen zu We Went Back. Ah, kann ich hier schon? Jawohl. Ich kann aus der Kapsel raustreten. Wir spielen ein Horrorspiel, was wohl auf dem Mond, glaube ich, stattfinden soll. Wir wissen nicht, was passiert ist. Wir sind gerade aufgewacht und sind aus unserer Kapsel ausgestiegen. Ah, wir haben hier 4 Kapseln. 2 sind noch geschlossen. Aber wenn ich das richtig sehe, leer. Okay. Die ist leer. Und die ist auch leer. Und die ist offen. Also unsere und noch eine ist offen. Also muss ja noch einer hier sein. Oder wir schauen uns mal um. Okay. Die Tür? Ja, echt? Natürlich. Da brauche ich ein Passwort, oder? Ja. Na klar. Okay. Ohne Passwort. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne kein Passwort. Ah, hier haben wir die Mondoberfläche. Und ein paar Lampen. Ich bin ja mal gespannt, was hier passiert ist, ne? Rotate? Nee, so nicht. So. Und jetzt? Pick up? Ohoho. Naja, das war jetzt aber, ne? Huch. Und warum haben wir hier so viele Anzüge dann? Wenn wir nur so wenig Leute sind. Ersatzanzüge. Luna OS. Okay, was haben wir denn hier? 77, gut. Alles gut. Okay, das läuft schon mal. Das ist schon mal alles hier gut. Super. Ein kleiner Aufenthaltsraum. So, was gibt es denn jetzt hier alles Schönes? Haben wir hier noch was zu futtern? Ah, ein paar Dosen. Sonst nichts Berauschendes. Hier können wir ein bisschen Billard spielen. Okay, hier ist ein Foto von der Kamera. One Scan. 1947. Ist das der Code? Ne, 459 ist das, ne? 9. Oder eine 6? Ne, das ist die 6, ne? Das ist die 9. Help. Okay, ich versuche dir zu helfen, wer auch immer du bist, hoffe ich. Haben wir hier noch eine Tür? Ausgang? Oder auch gar nichts. Das ist auch keine Tür, oder? Nee. Ein schönes Laufband. Können wir mal ein bisschen... Ah, hier haben wir auch noch eine Kugel. Okay. Warum haben wir dort eine Kugel? Wer nimmt denn die Kugel dorthin mit? Wer ist denn so bekloppt? Ah, hier haben wir nichts. Da auch nicht. Aha, das ist unser Anzug, unser Weltraumanzug. Schön. Schönes Ding. Was haben wir hier? Einen kleinen Tisch. Eine Zeitung. Apollo 11 lands on the moon. Giant Leap for Mankind. Ja, das stimmt. Das war auch so. The New York Examiner. Aber wir sind jetzt nicht in der Apollo-Mission, oder? Nee, das kann nicht sein. Apollo-Mission ist nie im Leben mit so einem modernen Ding dahin geflogen. Das heißt, wir sind schon ein bisschen weiter. Das ist schon eine öfter stattgefundene Mondlandung, sagen wir mal so. Ah.
Sowas muss ja auch entwickelt werden. Time and Space. T-Net. Und dann noch wilde Zeichnungen. Wieso kann ich jetzt hier nicht ranzoomen? Ah, jetzt geht's. 69. Aber hier ist auch nichts Besonderes. Oxygen Level. Okay, das können wir aber nicht checken, oder? Nee. Und hier ist unsere kleine Farm. Ich weiß gar nicht, ob wir dann versucht haben, den Mond zu besiedeln. Aber wahrscheinlich. Ohne Atmosphäre auch ein bisschen blöd. Ah, der Name der Pflanze. Was haben wir hier? Haben wir hier noch was anderes? Ah gut, das können natürlich die verschiedenen Stadien sein. Oder das sind ganz andere Pflanzen. Das weiß ich nicht. Wenn jetzt hier irgendwas noch mitnehmen. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist die Forschungsabteilung. Hier ist die Forschungsabteilung, ganz genau. Wo? Das wird ja auch nicht der Code sein, oder? Oh, wir haben noch ein Leben gefunden. Eine Ratte mit ganz, ganz ekligen Augen. Hier denn passiert? Holy shit, holy shit. Und Schmetterlinge, warum auch immer Schmetterlinge? Aber Schmetterlinge haben wir auch. Ja, das ist wichtig. Wichtig, dass man Schmetterlinge hat. Ja, das hört man immer wieder. Man muss Schmetterlinge mitnehmen. Ja, was haben wir hier? Das Kontrollzentrum? No Signal, kein Signal. Kann ich aber auch hier nirgendwo rumdrücken, ne? Das funktioniert leider auch nicht. Nö. Okay, gehen wir mal in den nächsten Raum. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Oder wir sind einmal im Kreis gelaufen. Okay. Dann haben wir eine runde Raumstation. Das ist ja schnieke. Immer noch keiner drin. Hier auch nicht. Hier nicht, da auch nicht, dort auch nicht. Werkzeugkästen. Ah, den Code haben wir immer noch nicht. Oh, aber hier. Taschenrechner. Das bringt mir auch nichts. Ja. Du kleiner Drecksack. Das heißt, wir sind hier auf dem Mond und irgendetwas ist hier noch. Was auch immer. Vielleicht will es uns holen. Ich weiß es nicht. Oder bilden wir uns das vielleicht nur ein? Jo. Oh, jetzt geht's wohl los. Jetzt geht's los. Moin. Ach, grüß dich. Grüß dich. Ich muss hier mal nur kurz durch, ja? Ganz kurz nur. Ganz kurz nur. Ganz, ganz kurz nur. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Interact? Was können wir denn da machen? Eine Person? Weiß gar nicht, ob ich da jetzt hin will. Also ich
ich glaube ja, dass wir uns das alles ein bisschen einbilden, weil wo soll das Vieh denn jetzt hier hin? Hier ist ja keine Möglichkeit abzuhauen. Was haben wir hier überhaupt? Einen geheimen Raum? Bruno. Interact? Wir können damit interagieren. Ja. Das sind die verschiedenen Mondphasen. IE. Okay. Kann ich aber nichts machen, großartig. Haben wir denn hier irgendwelche Hinweise? Das ist falsch, das ist auch falsch, das auch. Aber auch Final Source. Wieder ein paar Kritzeleien. Vor allem, wer baut denn das hier rein? Was denn da steht? Das sieht aus wie so eine Kassette. Okay, muss ich jetzt wirklich wieder zurück? An. Er guckt mich schon wieder an, der Drecksack. Die alle gucken mich an. Hier oben ist auch irgendwas. Hier ist irgendwas offen gegangen. Heißt das Vieh ist. Ja, kann ja auch nicht sein, ne? Kann doch auch nicht sein. Das? Da ist doch die Kassette. Auch wieder ein Mondsymbol. Take a photo. Haben wir. Da müssen wir... Ja, gut. Alles gut. Nichts passiert. Vor allem, wo ist das Ding hier hin? Die sind alle weg. Nee, der ist noch weg. Hä? Nee, warte. Hier, der ist weg. Wo ist der? Jungs, habt ihr euren Kollegen gesehen? Wo ist der hin? Wo ist der Drecksack hin, hä? Sag es mir. Sag es mir. Oh, oh. Der ist auf jeden Fall verschwunden. Hat sich jemand den Anzug geborgt? Oh nee, ich will gar nicht. Hat sich denn jetzt hier irgendwas noch verändert? Time and Space, 8 Phase, Oxygen Level, nee. Leitung. Ja, alles noch beim Alten, alles noch gut. Den Pflänzchen geht's auch gut? Ja, euch geht's gut. Das ist schön, das freut mich doch. Das war bestimmt schon vorher da, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß das doch nicht. Laufen wir jetzt permanent im Kreis? Das wäre aber nicht so gut. Ah, unser Freund, den geht's aber gut. Ja, obwohl, bis auf die Augen, ne? Da stimmt irgendwas mit nicht. Metterling geht's auch noch gut. Das ist eine Ratte. Das ist korrekt. Das haben sie auch richtig erkannt, ne? Das muss man auch mal neidlos anerkennen. Ah, hier gibt's auch nichts. Ja, was war das? Jo. Damit kriegst du mich nicht. Damit kriegst du mich nicht. Bringen können wir nicht. Ja, da kann ich nicht reingucken.
Ja, nee, da war nichts. Okay, auf in die nächste Runde.